So, weiter geht's. Wir machen die nächsten Versus-Decks von Khans of Tarkir. Auf der linken Seite diesmal Belagerung der Abzahn. Rechts die Mönche von Jeskai, die sich jetzt hauen gehen wollen. Gemischt ist. Gemisch ist. Wir spielen wieder zwei Siege. Ihr dürft würfeln, ich erzähle weiter. Ja, das Ganze präsentiert von TraderOnline.de, dem Fachversand für Magic und Yu-Gi-Oh!, wollen wir nicht vergessen. Hätten wir zwischendurch bestimmt nochmal gesagt. Also nochmal zur Info, die Mönche der Jeskai auf der rechten Seite weiß, blau, rot. Links Belagerung der Abzahn, grün, schwarz, weiß. Diese blauen, kann ich gar nicht verstehen bei so einem Mönch. Die sind immer blau. Die brauchen auch ihren eigenen Schnaps, die müssen blau sein. Was ist das hier? Das ist hier, oh Mann. Diese Tischkante zu gut. Ja, nee, ich möchte nochmal mischen. Da nochmal der Hinweis, wie gesagt, die Decks sind nicht irgendwo vorgesteckt, dass irgendwo was drin ist, wo es nicht sein soll. Es ist wirklich gemischt. Ralf, du kannst das aber gut. Ja, ne? Ja. Dass auch jeder sieht. 5, 6. Ach, Knas. Ist aber auch ein Mana drin? Begeisterung sieht anders aus, höre ich. Ja, wir spielen auch mehrere Siege, also mal gucken. Ja, dann möchte ich nochmal. Dann nimmt er einen Mulligan runter auf 5. Ja, die Mönche, die können ja auch mit wenig gewinnen, ne? Die kommen ja immer, die sind ja sehr genügsam. Gibt da auch sehr viele günstige Kreaturen drin. Sagen wir es schon mal so. Ja, die Mana-Kurve ist auf jeden Fall definitiv eine andere als gerade im Off-Deck. Also beide Decks jetzt eigentlich schneller, günstiger von den Manern. Ja, das halten wir jetzt mal. Jetzt hat er genug Mana auf Hand, vielleicht sogar noch was anderes. Dann bist du schon dran. Wir entfernen nochmal eben Ja, genau. die Würfel. Diesmal möchte ich natürlich nachziehen. Jo, dann kommt das mystische Kloster und getappt ins Spiel und gibt mir alle drei Farben, die ich natürlich benötige. Einmal blau, rot und weiß. Ja. Und gib ab. Dann spiele ich einmal den Aiok-Schwurbruder. 2-1 standhaft. Ich kann also den tappen für 2 Mana. Und er kriegt eine +1/+1 Marke. Und jede Kreatur mit einer +1/+1 Marke hat Erzschlag von ihm. Das ist so mit die Mechanik, mit dem das Deck arbeitet. Ja, dann gebe ich auch schon ab. Beim Vorstellen habe ich schon gesagt, also die Kreaturen können da in dem Deck alles bekommen. Erstschlag, Trampel, Reichweite, Todesberührung, Lebensverknüpfung. Da ist halt alles mit bei, was die drei Farben da eben bieten. Ja, da war gerade ein verwunderter Blick, so von wegen, was macht die Karte drin? Aber die Karte ist tatsächlich drin. Okay. Haben wir genug Mana, dann ist das so. Also es sind nicht nur Karten aus dem Khans of Tarkir Set eben drin, sondern auch Karten aus M15 beispielsweise. Guckt euch die Videos dazu an, die sind auch auf YouTube online, findet ihr im Trader-Channel. Da sind die alle hinterlegt. Da könnt ihr euch nochmal angucken, was wirklich in den Decks drin ist. Dann kommt der Sucher des Weges. Der hat auch Bravour. Immer wenn ich einen Nicht-Kreaturen-Zauber spiele, bekommt er eine +1/+1 Marke bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst, erhält der Sucher des Weges Lebensverknüpfung bis zum Ende des Wenn Zuges. ich eins mehr spiele. Nee, immer wenn ich. Immer wenn ich. Bravour ist die Fähigkeit der Mönche in diesem Intro-Pack. Bis ab. Ja. Ja, denn. Kommt einmal das Kind der Nacht. Da haben wir beispielsweise eine M15-Karte. Ja. 2-1-Lebensverknüpfung. Die hat von vornherein Lebensverknüpfung, ja. Dann bist du. Vampire und so. Stellen wir Vampir. uns mal vor, was passieren würde, wenn dieses Kind der Nacht einen 1-1-Counter kriegt und hinterher noch andere Effekte drin sind, wie Erstschlag, Todesberührung oder sonst was. Da kann was passieren. Drittes Land. Ja, Rot gefällt mir schon gar nicht. Irgendwie habe ich da jetzt gerade so ein kleines Trauma. So, ich räume mir drei Kreaturen ab. Immer scheiße. Ja, schauen wir mal. Ja. Die Mönche haben schon getrunken. Wir müssen mal gucken, was sie so machen. Ah, ich habe aber einen Hundesoldat, also pass auf. Ja, immer wenn ich einen Nicht-Kreaturzauber spiele.
Dann spiele ich einmal die Jeskai Älteste. Die hat auch Bravour, gerade schon gesagt. Und immer wenn sie dir Kampfschaden zufügt, darf ich eine Karte ziehen. Ja, natürlich. Und ich gebe auch schon ab. Und danach muss, glaube ich, auch noch eine Karte abgeworfen werden. Wenn ich das genau, richtig habe. Genau. Die war nämlich auch in dem Dual-Deck war die drin. Die haben wir schon mal gesehen gehabt. Die ist gut, sagt er. Die ist gut. Gibt erst noch ein paar Mana nach. Ja, dann kommt der zweite Schwurbruder. Ja, der hat. Weil sie es einfach können. Ja, und dann nutze ich die Fähigkeit vom ersten Schwurbruder. Ich schmeiße hier mal so einen Counter hin. Tada! Also gibt sich selbst eine 1-1 Marke und hat jetzt Erstschlag. Tja. Das mag ich ja eigentlich gar nicht, ne? Das Kind der Nacht will vorbeischauen. Auch? Oh. Ja. Oh. Das ist aber fies. Wir zeigen das Kind der Nacht mal so rum. Genau. Den Schwurbruder hast du getappt, um die Fähigkeit einzusetzen? Oder? Genau, bei standhaften Mana genau. Bezahlt, wenn die Kreatur wird getappt, kriegt dann eine 1-1 Marke und löst dann halt einen bestimmten Effekt aus. In diesem Fall alle Kreaturen mit einer Marke kriegen Erstschlag. Ja, dann glaube ich, einfach mal. Aber nur die mit Marken bekommen Erstschlag. Ne? Genau, nur die mit Marken, ja, sonst keine. Möchte ich mit der Ältesten einfach mal ein Papier bekommen. Ja, schnell. Beide hauen sich kaputt. Und ich kriege noch 2 Lebenspunkte. Das ist ein fairer Tausch. Kannst du? Finde ich gar nicht so fair. Wo ist das fair? Also standhaft ist eine sehr starke Fähigkeit, meiner Ansicht nach. Alleine jetzt, weil er gleich im nächsten Zug 2 Kreaturen mit 3-2 und Erstschlag haben kann. Da müssen die Mönche aus dem Keller rauskommen und sie anstrengen. Ja. Ich gebe schon wieder ab. Die Hundesoldaten wissen, was sie machen. Wuff, in diesem Sinne. Das war jetzt auch gar nicht so schlecht, das mal nachzuziehen, weil... Dann spiele ich nochmal den. Ja, der anmutige Pegasus. Lifelink, Flugfähigkeit. Und der zweite macht sich mal auch eine Marke. Haben wir ja. Haben wir. Der hat. Und dann kommt der Schwurbruder mit 3-2 First Strike mal vorbei. Dann fressen wir den mal. Und dann gebe ich ab. Ja, so viel Bravour kann er gar nicht auf einmal wirken, wie er möchte. Hast du von diesem Plusmarken noch? Ich glaube, ich brauche einen Batzen. Wir haben noch genug Marken, ansonsten nehmen wir hinterher Würfel. Das haben wir hinkriegen, wenn er so lange überlebt. Dann spiele ich die windgepeitschte Felswand. Die kommt getappt ins Spiel und ich bekomme einen Lebenspunkt. Puh, das wird mir aber nicht leicht, ne? Noch ist es easy. Gleich ist es Ninja Gaiden. Ja, ich gebe ab. Okay. 3 Kreaturen draußen gegen einen einsamen Mönch. Ja, der sucht halt den Weg. Ne? Hat einfach Franz. Die anderen Mönche sind unterwegs. Das ist der Einzige, der da ist. Okay. Spiele ich mal für 5 Mal stufenweise Wachstum. Ja. Mega. Also, eine Kreatur kriegt eine 1-1 Marke, eine zweite Kreatur kriegt 2-1-1 Marken und eine dritte Kreatur kriegt 3-1-1 Marken. Mach den Sack zu. Aha. Okay. Aha. Ja, dann komme ich mal vorbei. Ja. Also, die Fliegende hat jetzt einen Angriff von 4. Die Fliegende kann ich eh nicht blocken und diesmal entscheidet sich der nutzlose Mönch, sucht sich jetzt mal hier so einen Blocker an, dann block ich den. Ja. Und wir kommen auch 5, 6, 7, 8, 9, ne? Ich sehe 8. 8 Schaden. Nee, gar nicht, da wäre halt ja. Ist ja nur 1. Sind nur 8. Sind ja nur 8. Aber er hat Lebensverknüpfung. Ja, genau, Lebensverknüpfung kriegen wir auch nochmal mit dabei. Wer hat, der hat. Ja, der Mönch geht jetzt auch weg. Der hat den Weg verloren. Ja. Und dann gebe ich ab. Wie gütig. So, jetzt muss ich. Ja, und. Jetzt muss ja mal was kommen hier, ne? Das ist jetzt hier. Ihr seht jetzt gerade auch nur die weißen Kreaturen, die halt standhaft haben. Da ist ja auch noch schwarz und grün mit drin. Aber.
Reicht. Reicht mir gerade. Also, grün unterstützt schön. Ja, das ist schon sehr gut. Aber auf der Seite. Auf der Seite der Mönche sehen wir mal eine ordentliche Mana-Basis. Lennart hat er draußen. Der Flieger hat jetzt aber kein First Strike, ne? Doch, der hat First Strike. Jede Kreatur, die ich kontrolliere, bekommt First Strike. Wenn du plus 1 plus 1 Marke drauf. Das ist aber wirklich unverschämt. Ja, das ist schon eins der Decks. Das wäre ein eindeutiger Sieg. Wo die eindeutigen Sieger hatten wir im ersten Video auch. Kann sich alles erinnern. Die Mardu haben angefangen, haben stark angefangen und haben dann doch nachgeben müssen. Ja, schwach angefangen und stark nachgelassen. Wenn ich hier vielleicht noch ein bisschen überlebe, möchte ich gerne die verräterische Tat auf deinen Flieger spielen. Ich übernehme die Kontrolle über deinen, enttappe den. Und der kriegt wahrscheinlich immer Eile oder so. Nee, genau. Ah, er hat Eile, genau. Und, das war übrigens eine der Karten, die im Booster drin waren. Und ich habe noch so gedacht, das ist bestimmt schön, die mal reinzupacken. Mit Bravour bringt die einiges. Jetzt rettet sie ihn. Gerade mal eine Runde. Ja, er kommt auch einfach mal. Ja, wenn du nicht blocken kannst, dann bekomme ich wieder 4. Und dann gebe ich auch schon wieder ab. Dann kriege ich ihn zurück. Ja, dann kriegst du ihn zurück. Ja. Das leider. Das leider. Ist sehr gut. Leider bekommst du wieder zurück. Ja, dann hätte ich doch mal gerne, dass alle mit einer +1/+1 Marke Death Touch bekommen von dir. Ja, also Erstschlag und Death Touch hatten wir im ersten Video schon. Jetzt habe ich es mal und die beiden, die drei kommen mal vorbei für dich. Sind da wir 8, ne? 13. Nee, ich habe ja gerade geblockt. Oh. Ja, wenn ich richtig gesehen habe, war auf 14, ne? Kann das wohl? Ja. Die 1 ist auf der gegenüberliegenden Seite von der 20. Ja, ich krieg nochmal 4 Leben. Also das Life-Gain auf der linken Seite ist gerade ein bisschen schleppend. Der hat noch nicht die Kreatur draußen, die eben besagt, alle Kreaturen mit einer 1-1 Marke, die ich kontrolliere, kriegen nochmal Life-Link. Also das ist schon... Ich glaube nicht, dass ich das gerade brauche, aber das ist okay. Einfach nochmal mit München, die trinken immer viel, ne? Tja. Ja, nach dem Mission gucken wir nochmal nach, ob die... Die Mönche aus dem Weinkeller rauskriegen, damit die sich auch mal blicken lassen. Jetzt spiele ich einfach mal was, damit ich zeige, dass ich sowas habe. Auch glitzernde Karten. Glitzerkarte, oh ja. Auch glitzernde Karte habe ich hier, so Weise des inneren Auges. Der ist auch fliegend. Immer wenn ich einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirke, erhalten Kreaturen, die ich kontrolliere, Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Hm. Aber kein First Strike. Und auch kein Death Touch. Das ist sehr schön. Der kann auch nicht drei Kreaturen blocken. Dann will ich nochmal gucken, was ich ziehe. Nur um zu gucken, ob ich noch was Schönes ziehe. So, ein Land. Ja, super. Ja, sehe ich ja ganz klar, dann bin ich ja, ne? Ich komme nochmal vorbei. Und ich gebe ihm volle Wachsamkeit. Plus 2, 1-1 Marken nochmals drauf. Oh, das ist schon echt stark dauerhaft. Ein 6-7 fliegender Lifelink Pegasus. Mit Death-Touch. Und First Strike. Oh Gott, ich hab's ja vergessen. Dieses Pegasus hat Tollwut, das würde ich gerne einhaschen. Da schmeiß ich Todesmute in den Kampf. Todesmutig da rein und dann bin ich aber auch erledigt. Okay. Ja. Das war gut. Fulminante erste Runde. Ja, erste Runde, ganz klar. Belagerung der Abzahn. Klar geworden. Ja, wir machen sie gerade auch. Wir mischen direkt weiter. Ja. Tokens kommen zurück. Und dann legen wir das zweite Spiel nach. Ja, wobei Ralf jetzt ja auch zwei Karten im Maligen runtergegangen ist. Muss man auch sehen. Ja. Also es ist eigentlich auch ein zügiges Deck, spielt mit günstigen Kreaturen, um halt mit der Prowess-Fähigkeit mit Bravour eben nachzulegen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Genau. Wie gesagt, wir machen, wer als erstes zwei Matches gewonnen hat. Du willst anfangen? Ja, ich würde sagen, wir verlieren. Das fängt an. Ne? Wenn du mir die Ehre erweist. Ja, aber ich glaube, diesmal gehe ich nach Frankreich. Hm. Ja, da gibt es einen Mulligan auf der linken Seite. Schauen. Vielleicht hätte ich den Länderhof nicht reinkloppen sollen. Scheint so, als ob die Mönche aufgewacht sind. Diesmal halte ich. Ja, die Mönche sind wach.
Diesmal halte ich. Die Mönche haben ihren Schnaps richtig gebraut. Oder gibt es keinen mehr und lasten jetzt? Ja. Cool. Vielleicht kann ich ja auch mit Ländern gewinnen. Schauen wir mal. Ja. So, Mulligan, sechs Karten auf der Seite der Belagerung, der Abfahren. Ja, okay. Das wird einfach mal gehalten. Mach mal. Alles klar. Was fehlt, wird nachgezogen. Kommt, so sieht's aus. Dann kommt wieder das mystische Kloster getappt ins Spiel und ich gebe ab. Ich korrigiere mal kurz mein Leben. Oh ja, das ist gar nicht so verkehrt. Sonst wäre es ein kurzes Spiel für die Mönche. Ja, ja, dann spiele ich das Land und bekomme einen Lebenspunkt und darf schon wieder korrigieren. Hm. Danke. Kommt schon wieder, fängt schon wieder super für mich an. Der Sucher des Weges kommt schon wieder. Oh, oh mein Gott, der sucht. Er sucht immer noch. Du bist dran. Er sucht mal wieder. Er sucht mal wieder, das ist dann. Ja gut, dann spiele ich Sumpf, noch bist du. Guck mal. Jetzt kann der Sucher sich richtig austoben. Diesmal kann der Sucher ein bisschen sich austoben, genau. Den hier. Genau, umgehen. Genau. Und dann nehme ich ab. Ja. Will ich das ins Spiel? Ja, ich spiele mal das Polluted Delta. Da ja. Das war ein Booster mit drin. Oha. Ganz von den Fetchies. Es sind keine Duels drin, auf die ich fetchen könnte. Duels haben wir leider nicht drin. Ja, dann gebe ich ab. Oh, jetzt sind die Stadt. Ganz Frage ist, das so ein starkes Set, dadurch, dass die Fetchländer da wieder reprintet sind. Also insofern auch mit dem Intro-Pack kann man natürlich, weil jedes Intro-Pack zwei Booster-Päckchen enthält, natürlich einfach auch sehr gut. Ne? Welche Rare-Karten oder Mythic Rares nochmal dazu ziehen, ne? Um dann Deck da aufzuspoilen oder uns generell zu besitzen, zu haben. War schon ein glückliches Händchen beim Öffnen. Ja. Und wiederhauen. Und dann spiele ich dann noch die Hochspitzenmantis. Fliegend verursacht Trampelschaden 3-3. Ja. Die kannst du gerne leiden, ne? Natürlich, das ist mein Liebling. Dann darfst du. Naja, jetzt kommen die Mönche so langsam. Mhm. Das ist noch nicht mal Mönch. Ja, das ist nicht mal Mönch, ne? Das ist das Haustier der Mönche. Ja, genau. Kung Fu Panda. Mantis! Bam! Ich geh fetchen. Bam! Fetch. Ja, ich kann ja nur auf den Sumpf dann fetchen, oder? Ja, Duels sind nicht drin. Auch doppelte Länder sind nicht drin, die halt einen Sumpf als Typus haben. Ja, dann ist aber so. Wenigstens ein Land raus. Ja, genau. Da kann er auch bestimmt was mitmachen. Ja, dann kommt fliegend Erstschlag. Oh ja. 2-2 fliegend Erstschlag. Der Rasiermesser-Clown greift. Tolle Karte. Dann bist du. Der klaut dir das Rasiermesser. Ja. Hättest du doch gerade noch hier hingelegt. Ja, gucken wir mal. Ja, gut, die Mantis ist noch ein Stück stärker. Ja, echt. Aber. Die Titel sind weg. Legen wir doch mal ein paar Counter drauf, ihr habt es ja gerade gesehen. Da machen wir noch die. Legen wir die friedliche Bucht, kommt auch getappt ins Spiel. Ich bekomme einen Lebenspunkt. Wir hatten auch noch so. Ja, wir haben ja auch noch mehr Würfel. So, zack. Diese Bucht so friedlich. Ja, die Bucht ist so friedlich. So. Da kommen viele Marken, aber ich komme jetzt einfach mal hauen, weil die noch stärker ist. Ja. Noch. Noch stärker. Und runter auf 14. Da ist sie. Ich gebe ab. Da ist es, da ist es, da ist es. Kann ich jetzt was machen? Das gefürchtete grüne Mana. Ja, dann. Ja, Rüstung Korb hatten wir noch einmal im Booster mit drin. Da ist doch schon eine Karte. Weit Marken auf ein oder zwei. Halt, stopp. Oh. Halt, stopp. Halt, stopp. Oh, oh, die Mönche sind nicht mit einverstanden. Oh. Dann spiele ich mal, wenn ich das richtig verstanden habe, den Gedanken gebe. Und falls du x-mal, als alles, was jetzt gerade 2 ist,
wird ja neutralisiert, dieser Zauber. Und du bekommst x Schaden, also 2 Schaden. Das ist bitter, weil auch diese Karte war im Booster mit drin. Ich habe gedacht, man kann einfach noch ein bisschen Counter mit reinpacken, ist nicht verkehrt. Au, das war jetzt sehr, das war fies. Getrickst. Ja, ich würde jetzt gerne noch hier eine Marke drauf tun, aber es würde mir wahrscheinlich nichts bringen, weil leider ist fliegend. Ich dürfte erst noch bis zum Ende des Zuges eine plus 1 Marke auf ihn legen. Also der 1-1 Bonus, fürs Gefühl lege ich mal drauf. Ja, dann bist du trotzdem dran. Ja, dann lege ich mal wieder runter. Ja. Schön war's. Ja, Schön war's gewesen. Ja, aber es hätte jetzt schon 4-4 ist, glaube ich, die Kreatur, die da gerade gekommen wäre. Und hat den 2-2 Bonus auf den 4-4 First Strike mit Flugfähigkeit gebracht. Kann ich alles haben? Ja, es sieht so aus, als ob wir heute dieses, wir spielen 3-Matche-System weiterführen. Wenn der Alpha dich verpasselt. Ja, ich... Schau mal. Ja, der läuft ja alles super. Der läuft halt ja... Der Mantis? Also ich bin ja hier Team Ralf. Ich bin hier Team Yeskari. Ja, dann halte ich zu den Abzahlen. So, jetzt haben wir hier Fraktionenbildung. So, mach es! Ja, ich hoffe, ich mache es. Ja. Dann kommt noch der Meister des Blutfeuers. Der, yeah! Der hat aber auch nur Bravour. Ist aber auch nur eine 3-1. Ja. Also, nur. Das hört sich nur ist gut. Nur ist, Und dann gebe ich ab. So. Belagern wir mal. Belagern wir mal, sagst du? Lass mich mal kurz gucken. Was kann ich denn spielen? Stille. Wir spielen mit denen mal. Okay, der Falkner gibt Flugfähigkeit über die Standhaftfähigkeit. Alle Kreaturen mit +1/+1 mag von mir kriegen Flugfähigkeit. Und dann bist du. Scheint mir recht mächtig zu sein, ne? Vor allem da kostet die Standhaftfähigkeit auch nur ein weißes Mana, um ihm den Bonus zu geben. Das ist stark. Ziemlich stark. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Rest. Ich glaube, drin sind noch Trampel, Lebensverknüpfung, Reichweite, Herr Todesbrüllung und Erstschlag habt ihr ja gerade schon gesehen. Dann spiele ich noch die Sturzbach-Klippen getappt. Die geben mir auch noch einen Lebenspunkt. Was ist das mit den Lebenspunkten noch? Tja, dann noch ist immer noch meine Mantel am stärksten hier, ne? Dann möchte die einmal kommen. Dann würde ich gerne das Amulett 2+1/+1 Marken verteilen. Und zwar einmal auf den Rami Rasiermessergreif und einmal auf den anderen. Oh. Ja, schick gemacht. Oh. Und der hat natürlich First Strike. Das ist natürlich sehr schön. Ja, dann... Die Sky weint. Ja. Ja, ich sag's ja, ich bleib auf der linken Seite, ich bleib bei Abzahn. Ich hab mich schon eingenässt. Ja. Ja. Tanzmuff. Ja. Die Mechanik mit Standhaft darf man übrigens beliebig oft wiederholen. Halt, immer nach dem Enttappen, wenn es wieder möglich ist. Und kann sich so da echt große Monster zusammenzüchten. Dann spielen wir mal. Das möchte der Marcel doch gar nicht, oder? Der Marcel will ganz andere fiese Sachen machen. Wenn wir nicht 5-mal tappen, dann wird er die Stoßzahnfestung spielen. Ja. Alle Kreaturen mit einer +1/+1 Marke enttappen in jedem Enttapp-Segment. Also ich habe quasi Wachsamkeit. Ja, hello. Einen Flugfähigkeit jetzt haben, fliegen die mal kurz so rüber und besuchen dich. Für 6. Das ist aber nicht nett. Komm. Ja, dann gebe ich ab. Und? Aber wir zünden diesmal kein Feuerwerk für dich, wenn du gewinnst, ne? Nein, das war nur beim letzten Mal. Nur Zurgo kriegt ein Feuerwerk. Nur Zurgo. Darf nur Helmsmashern. Ja, dann spiele ich mal das. Noch eine epische Insel. Ja, Lende hat er. Ich glaube, Lende hat er. Da hapert es gerade dran. Lende hat er und ich gebe ab. Stoßzahnfestung ist 5-7. Noch? Ja. Noch sagt er, ja, noch. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Sie kriegt jetzt eine +1/+1 Marke und kämpft jetzt mal gegen deinen 3-1er. Mega gut. Das ist wunderschön. Weil dieses Flugfähigkeit ist sehr gut, habe ich gesehen. Dann kommen die alle mal vorbei. 11. Ja, für 12, oder? 12?
6. Oh ja, 12 sind es, der kriegt ja auch noch einen Marker. Ach Gott, ja klar. Und dann haben wir zweimal noch und unten. Erstaunlicherweise, guckt euch an, was wieder auf dem Feld ist bei den Mönchen. Zweimal spielt dann das Kind der Nacht. Natürlich, wer hat, der hat. Klar, ich hab. Und ich hab ja Tab-Segment. Wieder enttappen auf der Seite, der Abzahn. So, nur damit ich hier nochmal. Nochmal ein Land, ja. Jetzt kommen die harten Sprüche bei den Mönchen raus. Die richtig harten Sprüche. Und der findet die Insel einfach nicht. Ne? Der läuft und läuft und ich gebe ab. Ja, nach Adam Riese und Eva Zwerg. Ja, aber ich will ja nochmal allen Trampel geben. Das wäre ja viel besser noch. Natürlich. Und also jetzt hat er noch die Kreatur draußen, die Trampel geben könnte. Er hat jetzt leider keine 1-1-Marke drauf, somit trampeln die nicht. Aber ich denke... Wieso? Die haben doch auch so. Jede Kreatur, die du kontrollierst. Ach doch, die kriegen das ja. Ja, sicher. Das ist die Standardfähigkeit. Verzeihung. Und dann trampeln, fliegen und erst schlagen die mal bei dir vorbei. Ja, das Kind der Nacht kommt einfach nur so vorbei, weil er halt... Vielleicht mit der Namensvergebung vertan, dass das Remasuris eigentlich sein sollten? Es geht in die Richtung Remasuris. Auf alle Fälle machen die Pseudo-Remasuris gerade 12, 14 Schaden, kommen vorbei. Einen Blocker hat er kann nur das Kind der Nacht blocken und... Ich blocke natürlich. Ja, und dann kriegt irgendwas Minusleben, ne? Das ist in Ordnung. Ich spiele ja nicht mit Infizierbug oder sowas. Ne? Nein, das war's. Grandioses 2-0 für die Belagerung der Abzahn mit der Fähigkeit Standhaft. Ja, das war das zweite Video. Eins haben wir noch, wir haben noch das fünfte Deck. Das wird jetzt gleich nochmal rausgeholt und spielt gegen ein Deck, was den Spielern am besten gerade gefallen hat. Lasst euch überraschen, was es wird. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.